Hallihallo ihr Lieben, hier ist mal wieder euer Bidi und nachdem ich das letzte Mal dieses Steuerungsdesaster hier endlich beheben konnte, bin ich jetzt nochmal in das Spiel reingegangen und habe mir hier quasi die Sprache auf Deutsch gestellt. Ich bin mal gespannt, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Ja, dadurch, dass man halt die Untertitel nicht lesen kann, habe ich die auch ausgeschalten, weil wozu brauche ich Untertitel, wenn ich die nicht sehe. Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob die Sprachausgabe jetzt wirklich auf Deutsch ist. Natürlich kann man das auch auf Englisch spielen und sicherlich bekommt das der ein oder andere von euch auch gut hin, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin nicht so ein Multitasking-Freak. Oder so multitasking-fähig, sage ich mal, dass wenn ich gerade irgendwas im Spiel mache, dann noch mir einen englischen Text neben mir anhöre und das Ganze dann noch auf Deutsch übersetze. Also das fällt mir teilweise schon sehr schwer. Und dadurch fällt es mir natürlich auch schwer, hier hinzubekommen oder rauszukriegen, um was es eigentlich geht. Aurora suffered orbital hull failure. Cause unknown. Zero human life signs detected. Tja, leider immer noch auf Englisch. Ich weiß nicht warum. Weil hier im Spiel kann man es dann nicht mehr umstellen. Aber wahrscheinlich kann man wirklich nur die Untertitel auf eine andere Sprache einstellen. Ich guck mal hier auf Problemlösung. Keine Ahnung. Normalerweise hat man hier drüber dann noch ein Menü mit Sprache. Aber dort steht es auch auf Deutsch. Aber wahrscheinlich ist das dann wirklich nur für die Ausgabe der Untertitel. Ich weiß es nicht. Schade eigentlich. Weil, wie schon gesagt, wenn man im Spiel drin ist und dann hier irgendwas machen möchte und dann redet noch jemand auf Englisch mit dir und ich muss ganz ehrlich zugeben, mein Englisch ist not the yellow from the egg. Und ja, dann ist es nicht ganz einfach. Auf jeden Fall müssen wir jetzt hier wahrscheinlich irgendwas bauen. Damit wir, weil er sagt uns ja hier, wir sollen hier das Reparaturwerkzeug benutzen. Und hier in dem Fabrikator können wir uns Sachen bauen. Und die Frage ist, Geräte, Segelkleider, mobile Werkstatt, wasserdichter Behälter. Wo kriege ich denn so ein Reparaturwerkzeug her? Beziehungsweise wie kann ich mir denn so ein Reparaturwerkzeug bauen? Kupferdraht, Batterie, Computerchip, Kabelsatz. Können wir uns damit bauen? Titan, Titanbarren, Silikongummi, Glas. Also ich weiß noch nicht so richtig. Bestandteile unbekannt. Desinfiziertes Wasserblumen, ist auch klar. Aber wo ich diese... Ach hier, vielleicht bei Ausrüstung, guckt mal. Standard, Schwimmflossen, Medikit, Feuerlöscher, Leitung, schwimmende Luftpumpe. Und hier Scanner, Reparaturwerkzeug. Aha. Wir brauchen also ein Silikongummi, einen Höhlenschwefel und Titan. Das ist jetzt erstmal das, wo ich sage, das wäre mir wichtig. Silikongummi, Höhlenschwefel und Titan. Okay. So. Jetzt ist wieder die große Frage, wie komme ich hier zurück? Eigentlich mit der Kreistaste. Die hat aber gerade keinen Bock mit mir zu reden. Dann vielleicht mit der Share-Taste, das geht natürlich auch nicht. Ah, mit der X-Taste, alles klar. Also ich mache das auf mit der X-Taste. Und wenn ich daneben gucke, mache ich das auch wieder zu mit der X-Taste. Also es ist immer wieder mal was Neues, was man hier beachten muss. Also Silikongummi. Höhlenschwefel und Titan. Ich nehme an, dass wir die Sachen hier irgendwo im Wasser finden. Ich habe jetzt auch in den Einstellungen, das kann ich euch auch noch mal kurz zeigen, wirklich Volllast eingestellt. Alles, was geht. Hoch, hoch, hoch. Nur die Umgebungsverdeckung ist auf Mittel, was auch immer das bedeutet. Aber das sieht wirklich fantastisch aus. Ich kann es nicht anders sagen. Es sieht
super aus. Es ist extrem scharf, auch da hinten. Das Schiff, das ist nicht verschwommen oder gar nichts. Das ist, man erkennt alles da drauf. Jetzt so mini kleine Details wie die Fenster da. Ja, natürlich, das ist jetzt nicht so, dass man da jedes Fitzelchen sieht, aber es sieht super aus. So, jetzt lasst uns doch mal gucken, wo bekommen wir hier die Rohstoffe her. Zerbricht den Kalkstein. Wir schwimmen mal zu dem Kalkstein und können den hier zerbrechen und da fällt was runter. Wo fällt denn das hin? Das Coole ist auch dort, wo du hinguckst, also du kannst dich mit dem rechten Thumbstick bewegen, also drehen, mit dem linken bewegst du dich vor und zurück. Und wir haben Titan eingesammelt. Coole Sache. Da haben wir doch schon den ersten Rohstoff. Jetzt müssen wir mal gucken, wo wir hier Silikongummi herbekommen. Metallschrott einsammeln. Ich habe gerade Metallschrott eingesammelt. Und mein... Oh, oh. Puh. Also Titan haben wir schon mal. Geil. So. Ich würde sagen, jetzt müssen wir eine Höhle finden, wo wir Schwefel drin finden. Wer bist denn du hier eigentlich? Krass, ey. Das sind Viecher. Alter Falter. Vielleicht irgendwo in der Höhle? Die haben ja gesagt, hier Höhle. Höhlenschwefel. Wow, Alter. Oh, erschreck mich da nicht so. Boah. Leute. Ich mach mir gleich ins Hemd. Was war das denn? Ach, lecko mio. Höhlenschwefel. Geil. Ich hab Höhlenschwefel. Oxygen. Yo, ich muss wieder nach oben. Oh nein, ich will nicht sterben. Uah, das war knapp. Okay, und wir hatten ja gerade auch irgendwas erzählt, von wegen, dass ich in Höhlen halt Dinge finde, ne? Ich denke, in Höhlen gibt es auch irgendwelche Gefahren, aber guckt euch mal die Wellen an hier, wenn man hier so knapp über der Oberfläche ist, das ist wow, ich bin geflasht, das ist richtig geil und wie ihr schon seht, die Steuerung funktioniert mittlerweile perfekt mit meinem DualShock Controller von der PS4, da hatte ich ja im letzten Video echt arge Probleme, irgendwie das vernünftig zum Laufen zu bekommen und mittlerweile läuft das richtig rund und es fühlt sich auch gut an. Also man muss jetzt nicht irgendwelche Controller separat in der Hand haben. Das funktioniert wunderbar, weil Controller für VR-Brillen werden halt nicht unterstützt. Das funktioniert einfach nicht. Also es funktioniert ein bisschen. Da sprang gerade ein Fisch, voll geil. Da wieder. Aber man kann damit nicht spielen, weil die Belegung so furchtbar ist. Und auch manche Funktionen einfach auf den Controllern nicht funktionieren. Und damit ist es nicht spielbar. Aber mit dem PS4-Controller, coole Sache. So, jetzt muss ich nochmal rauskriegen, wo kriege ich denn jetzt hier Tischkoralle? Mit der kann ich schon mal nichts machen. Wo bekomme ich denn Silikongummi her? Sagt mir das mal. Was hat denn Silikongummi? Da ist mein Schatten. Das ist ja mal geil. Guck mal, da bin ich. Hallo. Ich habe irgendwie eine ganz schön schräge Frisur, kann das sein? Okay, aber wo bekomme ich Silikongummi her? Wir brauchen erstmal wieder ein bisschen Luft. Ich denke mal, das kann man am während des Spiels dann auch irgendwie so sich craften und machen und tun, dass man den Sauerstoffhaushalt besser oder länger noch erweitern kann, damit man länger unter Wasser bleiben kann. Aber wo zur Hölle kriege ich Silikongummi her? Scheibenkoralle kann ich auch nichts machen. Säurepilz einsammeln. Naja, nehmen wir halt mal mit, ne? PDE öffnen. Metallschrott besteht hauptsächlich aus Titan. Okay. Titan. Schwefel. Violetter säurehaltiges Fleisch. Und ein Medikit. Und PDE haben wir ja gelernt. Öffnen wir mit. Ich muss schon wieder auftauchen. Öffnen wir mit der Share-Taste. Muss man erstmal drauf kommen, dass man mit der Share-Taste was machen kann, aber warum nicht?
So, ich habe trotzdem noch keinen so richtigen Plan. Was ist denn das da? Was liegt denn da noch rum? Ist doch auch Metallschrott, oder? Metallschrott? Metallschrott? Aber wo bekomme ich... Wartet mal, ich schwimme noch mal in mein Quartier rein. Vielleicht sagen die mir ja, wo ich das herkriege. Ich kann nämlich auch von hier unten rein. Haha, coole Sache. So, jetzt gucken wir erstmal hier rein. Machen wir den Frachtbehälter auf. So. Titan, das. Säurepilz. Ich lege das mal noch nicht hier drüben hin, sondern gucke erstmal, ob ich hier schon irgendwas machen kann. Kann ich denn aus den Grundmaterialien Titan, Metallschrott? Ach cool, guck mal, jetzt habe ich hier 4-mal Titan bekommen. Das ist ja schon mal sehr nice. Ach guck mal, ein Silikongummi kann ich herstellen aus synthetisch silikonhaltigem Gummi und zwar aus Schlingpflanzen-Samenbüscheln. Leute, das machen wir. Das geht los hier. Schlingpflanzen-Samenbüschel, das sind diese gelben, ne? Mal sehen, wo wir die finden. Schlingpflanzen-Samenbüschel. Sind das da Schlingpflanzen? Säurepilz, Windgras, okay, nee, Schlingpflanzen, Samenbüschel. Aber das viel vorhin in der Höhle, ey, da habe ich mir kurz mal ins Hemd gemacht, ey, das war ja krass, obwohl das eigentlich niedlich aussah, aber das war ja voll Akku drauf. Das mit der Kopfsteuerung ist halt sehr geil, ne? Deswegen braucht man auch nicht unbedingt jetzt hier zwei Controller unten hinten, weil du schwimmst halt dahin, wo du hinguckst. Und das ist sehr immersiv, muss ich sagen. Jetzt kommt der mir wieder eher entgegen. Was für ein Akrovieh, ey. Wahnsinn. Alter. Ich glaube, der macht dich auch ganz schön nass, wenn du hier... Aber wir kriegen wieder Höhlenschwefe. Das ist ja schon mal ganz cool. Oxygen. Und einmal nach oben. Komm. Hopp, 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 hopp. Sehr gut. Aber ich habe noch keine Schlingpflanzen gesehen. Schlingpflanzen, Samenbüschel. Oh, was ist denn das da vorne? Was riesengroßes. Oh, das sieht gefährlich aus. Und vor allem, es ist gerade tiefste Nacht. Scheiße, was ist denn das? Ich will es eigentlich gar nicht wissen, Leute. Nee, in der Nacht will ich da nicht hin. Ich bin Schisser. Ich habe Resi 7 durchgespielt. Dort bin ich bald gestorben. Könnt ihr euch gerne auf meinem Kanal angucken. Das war katastrophal, wie es mir da ging. Detecting increased local radiation levels. Trend is consistent with damage to the Aurora's drive core. Sustained during planet fall. Was haben wir denn jetzt? Erhöhte Strahlungswerte in der Umgebung festgestellt. Die Tendenzen entspricht dem Schaden am Antriebskern der Aurora, der beim Absturz auf den Planeten entstand. Ach so, dann liest ihr das nochmal vor. Alles klar. Schwefelablagerung in den örtlichen Systemen festgestellt. Schwefel ist ein wesentlicher Bestandteil der Reparaturwerkzeuge. Die Aurora hat im Orbit einen Rumschaden erlitten. Ursache unbekannt. Keine menschlichen Lebenszeichen registriert. Gut. Ich glaube, ich muss trotzdem erstmal was essen gehen. Und die Frage ist, was kann ich mir denn zu essen machen? Ein Algensalat oder wie sieht's denn aus? Warte mal, das ist... Warte mal, wie war das? R2 in den Behälter wechseln. Und jetzt kann ich das mit X essen. Nom nom nom. Oh. Sehr schön. Und ich könnte rein theoretisch jetzt auch was trinken. Ne? Das wechsle ich auch in den Behälter und ich
jetzt steht hier Essen, aber wir trinken das gefilterte Wasser natürlich. So. Gesundheit könnten wir eigentlich auch mal machen, ne? So, damit geht es uns jetzt perfekt. Wir haben Titan, wir haben schon wieder Metallschrott eingesammelt. Da machen wir nochmal Titan draus. Aber das, wieso stapelt denn der das Titan nicht? Das ist ja doof. Der belegt jetzt jedes einzelne Ding, in dem... Wartet mal, was ist denn hier noch? Hier waren doch noch welche blau. Persönliches. Ausrüstung. Standard-Tauchflasche. Komprimiertes Atemluftgerät. Kann ich mit dreimal Titan bauen? Ach, geil. Ah, ja. Das ist ja cool. Ein schönes Gerät, das Luft in Leitung pumpt. Dient als Startpunkt für ein Leitungssystem. Kann ich auch Leitungen bauen? Nur Essen habe ich noch nicht gefunden. Okay, coole Sache. Was kann ich hier bauen? Eine Leuchtfackel. Aber das Reparaturwerkzeug habe ich noch nie, weil ich Silikongummi brauche und diese komischen Büschel noch nie gefunden habe. Eine Leuchtfackel, nützlich zur Ablenkung von Raubtieren. Okay. Ah, hier geht es aber jetzt schon schön vorwärts. Was ist das? Geräte. Wasserdichter Behälter, kleiner Behälter, der seine Position im Wasser beibehält. Schlingpflanzensammelbüttel brauche ich nach wie vor. Aber wartet mal, wir bauen uns jetzt mal hier eine Standard-Tauchflasche. Cool. Jetzt habe ich schon 75 anstatt 45 Oxygen. Ach, geil. Leute, das geht vorwärts hier. Jetzt können wir ein Stück länger tauchen und uns mal auf diese Samenbüschel-Sache konzentrieren. Und es ist auch schon wieder Tag. Na, ab geht er. Und wenn ich diese Samenbüschel gefunden habe, dann nehme ich gleich ein paar mehr davon mit, weil... Da kann ich mir gleich noch ein paar Schwimmflossen bauen. Jetzt kann ich in dieses Gras nicht abbauen. Der zeigt mir das zwar an, Wildgras. Aber ich kann damit nichts machen. Mensch, wo könnten denn diese Samenbüschel, diese Schlingpflanzen-Samenbüschel, was sind denn das für? Die hauen alle ab vor mir. Da ist dies, da sind diese riesen Viecher mit diesen grünen Herrschen, sage ich jetzt mal. Ach, mit dieser Tauchflasche, das ist natürlich cool, ne? Da bin ich jetzt ein bisschen länger unterwegs hier unten. Boah, Alter, was sind denn das für Geräusche? Leckt's mir fett. Ich muss erstmal auftauchen. Sonst wird das ja wieder Brühe. Irgendwie konnte man doch auch schneller schwimmen. Irgendwie kann man auch schneller schwimmen. Da drüben ist meine Tauch... meine Basis. Das sieht aber auch echt geil aus. Also ich muss euch ganz ehrlich sagen, das ist voll cool. Wie sind denn die drauf? Sind die gut oder böse? Also bis jetzt hat mich noch nicht angegriffen. Bitte? Oh, der schmeißt mit... Ah! Der schmeißt mit irgendwelchen Zeug um sich. Alles klar. Also muss man da ein bisschen aufpassen. Schlingpflanzen. Ey Leute, guckt mal, sind das Schlingpflanzen? Ja. Wir haben Schlingpflanzen gefunden. Ich muss bloß zwischendrin trotzdem mal auftauchen. Und dann gehen wir hier sammeln. Sag ich euch. Voll geil. Voll geil. Jetzt gibt's ein Reparaturwerkzeug und... Life on this planet grows in unusually distinct and diverse ecological biomes. Further study recommended. New blueprint acquired. Wo bin ich? Da muss ich hin.
Okay, coole Sache. Jetzt. Jetzt gibt es ein Reparaturwerkzeug und. Und Flossen. Das ist geil. Das ist geil. Also, so sehr wie ich gestern geflucht habe, beziehungsweise ich weiß gar nicht, wann ich das Video hochlade, halt beim letzten Mal geflucht habe, muss ich echt sagen, war ich kurz davor, hier aufzugeben und zu sagen, nee, ich habe keine Lust mehr, weil ich das mit der Steuerung einfach nicht gebacken gekriegt habe, aber ich habe es dann doch irgendwie lösen können. Aber das wäre echt schade gewesen, hier nicht spielen zu können. Weil das ist so genial gemacht, ehrlich. Und es sieht einfach fantastisch aus. Und ich muss auch sagen, trotz dass ich hier Volllast eingestellt habe, läuft das perfekt. Es läuft perfekt. So, ihr Lieben, jetzt geht's ab hier. Halt, falsche Richtung. Da ist er. Fabrikator benutzen. Wir möchten Grundmaterialien. Schmierstoff, Schlingpflanzzahn. Nee, ich will erstmal Dingensbummens bauen. Silikongummi. So, sehr schön. Jetzt bauen wir uns Feuerlöscher, Leitung, schwimmende Luftpumpe, Schwimmflossen, Tauchflaschen mit hoher Kapazität gibt es mittlerweile auch. Also du kriegst hier immer mehr. Das ist voll cool. Und hier bauen wir uns jetzt das Reparaturwerkzeug. Ab geht er. Damit haben wir das Reparaturwerkzeug. Und können jetzt hier... Wartet mal, jetzt muss ich das auswählen. Wie kann ich denn das auswählen? Reparaturwerkzeug, Schnellzugriff zuweisen. Schnell zu Mehrzweckwerkzeug funktioniert in allen Umgebungen. Die Frage ist, wie kann ich denn das jetzt in die Hand nehmen? Wie kann ich das in die Hand nehmen? Ich habe sie im Schnellzugriff unten. Ich weiß noch nicht, wie ich da rankomme. Das ist gerade mein hauptsächliches Problem, weil ich habe ja hier diesen Blick-Dings hier, ne? Diesen Cursor, der nach Blick sich richtet. Aber ihr seht, das hat wandert ja mit mir mit. Wartet mal, kann ich das... Ah, mit der Kreuztaste, die vergesse ich immer. So, jetzt Achtung, wir reparieren. Voll geil. Voll geil. Running full environment diagnostic and outputting results to data bank. Voll geil. Sekundärsystem ist in Betrieb. Kommunikationssender ist noch ausgefallen. Kommunikationsempfänger in Betrieb. Auftriebskörper entfaltet. Hüllenintegrität okay. Umgebung unerforschter Wasserplanet 4546b. Sauerstoff, Stickstoff, Atmosphäre, Wasserbakterienniveau hoch. Alles klärchen. So, hier war da aber noch irgendwas zum Reparieren. Hier, das Ding können wir ohne reparieren. So, ich würde behaupten, jetzt haben wir ja erstmal alles repariert, ne? Das sieht so jetzt erstmal nicht schlecht aus. Hier unten ist die Rettungskapsel. Ach so, hier können wir unten durch den Fußboden auch raus. Energie, Solarenergiezelle, Energie, die sind auch voll. Die funktionieren auch wieder wunderbar. So, dann lasst uns mal kurz in unserem PDA gucken,
was die hier so schreiben. Kommunikator, hier ist die Aurora. Notsignalempfang. Rettungskräfte werden zu ihrer Position geschickt in 9 Stunden. Suche nach Notfallübertragungen der anderen Rettungskapseln wird fortgesetzt. Okay. Sekundärsysteme der Rettungskapsel in Betrieb. Starte vollständige Umweltanalyse und speichere Ergebnisse in der Datenbank. Das Leben auf diesem Planeten gedeiht in ausgeprägten und vielfältigen ökologischen Biomen. Weitere Untersuchungen empfohlen. Alles klar, also müssen wir hier weiter untersuchen. Was haben wir jetzt in der Datenbank drin? Geologische Daten. Wasserplanete Kategorie 3. Ach, das ist echt nah vor der Nase, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Alter Falter. Sauerstoff, Stickstoff, Atmosphäre, umfangreiche Biodiversität. Alter. Kann Raubtiere in Leviathangröße beherbergen? Ich glaube, Leviathangröße ist groß. Wasser ist hochgradig mit einem unbekannten Bakterium verunreinigt. Planet ist außerhalb der Föderationsraums Rettung unwahrscheinlich. Oh, oh. Eine Erkundung dieser Umwelt ohne Schutzkleidung und umfangreiche Ausrüstung wird nicht empfohlen. Und wir haben neue Baupläne. Boden. Ach, hier haben wir die neue, die größere Tauchflasche. Solarmodule, Basis. Alter Falter, hier kannst du eine Menge bauen. Okay. So, jetzt nehmen wir uns erstmal ein neues Medikit mit. Kann man immer gebrauchen. Und jetzt wollte ich mir quasi noch Ausrüstung. Wo waren denn die Schwimmflossen? Geräte? Nee. Achso, ich muss erstmal wieder Silikongummi herstellen. Hm, klar. So, ich möchte nochmal Silikongummi. Schwimmflossen. Jojojo. The fabricator draws from available data to provide environment appropriate equipment using locally available materials. For your safety, this setting cannot be overridden. Seek fluid intake. Aber wie ich Essen kriege, weiß ich noch nicht. Leider. Ich habe nämlich bloß noch einen Riegel. Was ist denn das hier? Feuerlöscher brauche ich nicht. Liegt hier einer rum. Schwimmende Luftpumpe. Das weiß ich halt ohne, was das sein soll. Glas brauche ich zweimal und Silbererz. Dann kann ich mir eine große Tauchflasche bauen. Okay. Wie kriege ich denn Glas? Titan aus Metallschrott, Titanbarren, Silikongummi habe ich noch, Glas, Quarz, okay, Chlorbleiche, Salzablagerung und Röhren, Korallenprobe und Schmierstoff. Hatte ich gerade erzählt, der Fabrikator nutzt verfügbare Daten, um umgebungsgerechte Ausrüstung aus örtlich zur Verfügung stehenden Materialien herzustellen. Aus Sicherheitsgründen kann diese Einstellung nicht umgangen werden. Will ich auch gar nicht umgehen. Ist ja cool so, wie es ist. Ist ja alles gut. Inventar. Ausgerüstet. Das haben wir ja. Aber dass ich die nicht stapeln kann, wieso kann ich denn die nicht stapeln? Das ist ja auch komisch, hä? Weil meine Dings ist ja gleich voll. Kann ich das denn alles hier reinpacken? Frachtbehälter, ich möchte. Aber das sieht auch so aus, als würde der das ja nicht stapeln, ne?
Nee, der haut das alles nebeneinander. Die Frage ist, wenn ich das jetzt hier in dem Frachtbehälter drin habe, kann ich dann trotzdem damit bauen? Nee, dann ist das alles weg. Na, das ist ja... Also, wie finde ich denn das? Also, das finde ich ja jetzt. Schade. Ausrüstung. Einen Schwimmanzug kann ich mir noch nicht bauen. Scanner könnte ich mir mal bauen. Titan und eine Batterie. Wie kann ich mir denn eine Batterie bauen? Säurepilze und Kupfererz. Ah. Oh, ich muss was trinken. Verdammt. Ich brauche auch diese komische Chlorbleiche, ne? Ansonsten. Verdammt. Ansonsten kriege ich das Wasser nicht. Vital signs stabilizing. Mal, jetzt muss ich schnell mal gucken. Ich glaube, am allerdringendsten muss ich mir jetzt erstmal Wasser besorgen und dann können wir hier weiter. Gefiltertes Wasser, wissen wir noch nicht, wie es geht. Dafür brauche ich Chlorbleiche. Chlorbleiche und die wiederum Salzablagerung und Röhrenkorallenprobe. Ach, diese Salzablagerung und Röhrenkorallenprobe. Und jetzt ist es schon wieder nass. Nacht. Den legen wir erstmal weg, dass wir ihn im Wasser nicht kaputt machen. Säurepilz. Röhrenkorallenprobe und Salzablagerung. Ja, der schwimmt tatsächlich schneller. Das ist voll cool. Wo kriege ich denn jetzt Röhrenkorallen her? Röhrenkorallen. Caution. Continued degradation of the auroras. Drive core. May result in a quantum detonation. Continuing to monitor. What? Achtung, zunehmende Schädigung des Antriebskerns der Aurora kann zu einer Quantenexplosion führen. Untersuchung wird fortgesetzt. Na, was soll ich da jetzt machen? Ich komme ja da nie ran, weil das ist ja noch. Da ist ja noch volle Kanne Strahlung. Das haben wir ja beim letzten Mal gesehen, da habe ich ja versucht, da irgendwie ranzukommen. Also diese Säurepilze gibt es ohne Ende. Aber wo ich diese Röhrenkorallen finde, das wiederum weiß ich jetzt nicht so richtig. Hirnkoralle. Halt, was stand hier? Riesenröhrenkoralle. Naja, das ist ja schon mal nicht schlecht, aber... Aber wie soll ich denn da was ernten? Kann ich nicht ernten. Verdammte Axt, ey. Aber ich habe mir zumindest meine Taucherflossen an. Seht ihr das? Coole Sache. Und Salzablagerung. Wo finde ich denn am dümmsten Salzablagerung? Da ist wieder dieser Riesenplanet. Voll geil. Das ist wahrscheinlich gar kein Planet, sondern das ist wahrscheinlich der Mond, der hier ständig um diese Säurepilze hast du ohne Ende hier. Das ist wahrscheinlich der Planet, der um diesen Wasserplaneten kreist. Adrige Nessel? Shitty fuck.
Ich habe halt auch keinen Plan. Weil ohne Wasser wird's Rotz. Ohne Wasser wird's Scheiß. Salz, wo finde ich denn Salz? Jetzt geht zumindest schon mal wieder die Sonne auf. Oh mein Gott. Salzablagerung. Salzablagerung und kleine Röhrenkorallen. Shit, ey. Leute, ich weiß es nicht. Ich denke, ich wäre hier jämmerlich verdursten. Das ist eine Riesenröhrenkoralle, das ist ja alles wunderbar, aber an der kann ich leider nichts machen. Und wie die Glehen aussehen, weiß ich nicht. Und Salzablagerung habe ich hier auch noch keine gefunden. Oh wei, oh wei. Dann gibt es Kupfer, ich muss auftauchen. Naja, das ist mir schon klar, dass ich was trinken muss, aber verrat mir doch mal wie. Kupfer ist ein wesentlicher Bestandteil, da sind Strom drin und deine Überlebenswahrscheinlichkeit hat sich gerade erhöht. So unwahrscheinlich, aber möglich. Achtung, Zünden, das haben wir doch alles schon. Sag mir doch mal, wie ich. Unentbehrliches Verdrahtungskomponente. Ergänzende Technik. Fange hier an. Wenn du das hier liest, hast du die Notfall-Evakuierung eines mit Altera-Technologie ausgestatteten Raumschiffs zu überlebt. Gratuliere, das Schlimmste ist vorbei. Der NPD hat automatisch den Notfallmodus gestartet. Bei einem Zweck, sich auf dem fährlichen Planeten um Leben zu erhalten, soll es tun nicht möglich sein, alarmierte Bergungskommandschaft an den Ort deiner sterblichen Überreste. Er verfügt über volle Überwachung des Lebens, Baupläne, eingebaute Kamera, Anmerkung deiner persönlichen. Und Arbeitsdaten werden verschlüsselt und können später durch einen lizenzierten Techniker wieder abgerufen werden. Das ist schön. Überlebenscheckliste. Leiste erste Hilfe, falls erforderlich. Mache eine Bestandsaufnahme von Malern und Lebensmitteln und teile Rationen ein. So wird die Umgebung nach Bedrohung und Ressourcen abstellt. Benötigt die Überlebensausrüstung mit Hilfe des Fabrikats zur Rettungskapsel leer. Das wird die Rettungskapsel nach Schäden und für Reparaturen durch. Setze ein Notsignal. Suche andere Überlebende. Finde oder konstruiere eine langfristige Unterkunft. Halte deine körperliche und geistige Gesundheit bis zur Rettung aufrecht. Anmeldung. Diese Information ist allgemeine Anmeldung. Deine Anmeldung. Naja, das ist mir alles klar. Mahnung, Bauplan-Datenbank, ein Schaden im Hauptspeicher, den SPD hat. 80% der besprechenden Überlebensprobleme unbrauchbar gemacht. Die Bauplan können wiedergewonnen werden, indem geborgene Technik mit dem tragbaren Spektroskopscanner gescannt wird und Datenbank des Schiffes heruntergeladen wird. Unter den derzeitigen Umständen können sich höchstwahrscheinlich in den Wachs der Aurora gefunden werden. Aber dort komme ich doch nicht hin, dort ist doch voll die fette Strahlung, Leute. Verdammt, ich sterb gleich, weil ich habe einen Schmerz trinken. Universalschutzanzug, Zustand Aurora. Der Universalschutzanzug von Altera hat hier eine Lösung für Universum und unendliche Gefahren. Du trägst derzeit den US-Anzug mit versiegelten persönlichen Schutzkleidung, eingebaute Temperatur- und Flüssigkeitsregulierung, eine Reihe von Zubehör, schlankes Zellen für maximale Bewegungsfreiheit, biometrische Sensoren, kontextabhängig, Vor- und Abschluss. Seek Fluid Intake. Falls es zu einem Hüllenbruch kommt. Shit.
Ich denke, ich gehe hier gleich drauf, weil ich habe nichts mehr an Wasser da. Was passiert denn, wenn ich jetzt so ein Medikit nehme? Ja. Dann heilt er mich bloß, aber macht nichts mit dem Wasser. Naja, wäre auch komisch gewesen. Ne? Schade. Säurehaltiges Fleisch. Ja. Chlorbleiche wird zur Desinfektion verwendet. Röhrenkorallenprobe. Tja, jetzt bin ich tot. Ah, und jetzt lebe ich plötzlich weiter. Ehrlich? Also ich sterbe und lebe an dem Punkt weiter, wo ich... Aha, okay. Verrückt. Aber wie kriege ich denn so eine Korallenprobe? Wartet mal, wir speichern erstmal. Wie kriege ich denn so eine Korallenprobe? Werkzeug, Scanner, Reparaturwerkzeug, Taschenlampe, Feldmesser. Oh. Was denn jetzt? Seht ihr das auch oder sehe nur ich das? Ich glaube, wir sind gerade einem Bug erliegen. Ich habe gerade einen riesen schwarzen Punkt vor mir. Bei euch nicht? Also auf dem Fernseher zumindest nicht. Schade. Nee, das lässt sich gerade so nicht spielen. Wir sind jetzt ja eh schon fast bei einer Dreiviertelstunde. Ich mache jetzt hier mal Schluss, weil ich sehe gerade gar nichts außer einem großen schwarzen Kreis vor mir. Aber das, was ich bis jetzt gesehen habe, ist sehr geil. Sehr, sehr geil. So ein richtig schönes Survival-Game. Wie schon gesagt, man muss sich hier ein bisschen reinfuchsen, weil man halt hier auch ganz schön allein gelassen wird. Man erfährt hier nicht viel. Aber das ist ja gerade an diesen Survival-Sachen so cool. Und die Grafik ist natürlich fantastisch. Leider stehe ich jetzt hier im Boot drin. Ich sehe auch gerade nicht, was ich hier mache. Es tut mir wirklich leid. Ich versuche jetzt hier nochmal die Leiter zu benutzen. Vielleicht seht ihr ja diesen großen schwarzen Kreis nicht und habt hier nochmal einen tollen Ausblick. Ich sehe gerade ein gefühlt 2 Meter großen schwarzen Kreis vor mir, der meine Sicht komplett wegnimmt, was auch immer das ist. Ich kann mir nur vorstellen, dass das irgendein VR-Bug ist, keine Ahnung. Aber was ich bis jetzt gesehen habe, ist cool. Macht richtig Spaß und ich denke, ich werde ja weiter zocken und mir hier eine coole Basis bauen und auch diese Aurora da hinten mal erkunden, was da los ist. Und ja, ich freue mich, dass ich es zum Laufen bekommen habe, denn es ist ein geiles Spiel. In diesem Sinne, ihr Lieben, wenn es euch gefallen hat, Däumchen und Abo würde mich freuen und wir sehen uns definitiv bald wieder. Also dann, bis bald. Bye, bye.